Ich zeige euch heute, wie man mit dem Textilkleber von Vorschur ganz leicht Löcher reparieren kann. Das ist ein Kleber auf Latexbasis und das geht wirklich total einfach. So, das ist hier mein Loch am Ellenbogen, so wo ganz typisch Löcher bei den Kindern oder auch bei uns Erwachsenen auftreten. Dann nehme ich mir einen Stoff, irgendwas, was man da hat, und schneide mir das dann zurecht. Guck dann erstmal so, wie groß das ungefähr sein muss. Und ich habe jetzt hier eine ovale Form einfach gemacht, aber man kann auch eine Blumenform oder was man Lust hat, da dann zuschneiden. Erstmal gut schütteln, das ist ganz wichtig. Und dann auf den Flicken dünn auftragen. Bis zum Rand, das ist wichtig, damit das sich da nicht löst. Und wenn ich jetzt ein Loch hätte, was in der Mitte gar keinen Stoff mehr übrig hat, dann würde ich das in der Mitte freilassen vom Kleber. Aber in dem Fall habe ich jetzt alles beklebt. Und als nächstes geht es jetzt darum, das auf dem Loch gut zu positionieren, damit das ganze Loch gut von dem Flicken bedeckt ist. Ich habe jetzt hier so einen Deckel von einem Marmeladenglas und den schiebe ich mir jetzt so in den Ärmel rein, damit ich den da gut festdrücken kann über dem Loch. Genau, den Flicken vorsichtig nehmen und dann erstmal so drauflegen, dass man es noch ein bisschen zurechtschieben kann. Und dann erstmal ganz leicht fest drücken und dann mit voller Kraft, damit das richtig gut sitzt. So, und jetzt sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Es ist jetzt immer gut, die Ränder nochmal einzeln so richtig schön festzumachen, damit sich das da nicht gleich wieder aufribbelt. Genau, der Flicken, der trocknet jetzt noch. Und dann kann man den Pullover im Prinzip auch schon anziehen. Und waschen kann man in der Waschmaschine das ganz normal dann.